begleitet mich heute am Seetag auf AIDA Cosma. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video hier von AIDA Cosma und unserem Tag 3. Heute ist Seetag und es ist echt schwierig, ein Fleckchen zu finden, wo man in Ruhe etwas filmen kann. Denn wie an Seetagen normal ist es natürlich überall sehr, sehr voll. Alle Menschen entspannen, so wie wir auch. Ich habe ja gestern im Vlog angeteasert, dass ich heute Morgen was machen wollte. Das habe ich aber leider verschieben müssen, weil es mir heute Morgen nicht so gut ging. Das habe ich jetzt auf übermorgen verschoben, das Hypno-Thing, irgendwas mit Hypno. Auf jeden Fall irgendwas mit, dass man seine Zellulite und seine Haut straffen kann, seine Zellulite abbauen kann. Hypno-Thing, irgendwie sowas. Wie gesagt, versuche ich jetzt übermorgen zu machen. Heute Morgen geht es mir dafür nicht so gut, weil man sich auch sportlich betätigen muss. Während Seetagen natürlich wird hier sehr, sehr viel Entertainment geboten. Alle möglichen Sachen, für jeden wahrscheinlich was dabei. Die meisten aber entspannen einfach auf den Sonnen liegen. Ich zeige euch später noch die Mayaida, was heute noch so geboten wird. Und werde auch ein bisschen rumlaufen und zeigen, was es so für Entertainment gibt. Es gibt natürlich Shuffleboard, verschiedene Fitnesskurse. Später wird der Kapitän noch irgendwas über das Nautische sprechen. Da schaue ich dann beim Theater vorbei. Genau, also so viel dazu. Wir waren heute Morgen schon im Marktrestaurant frühstücken, da habe ich das jetzt noch nicht mitgenommen. Ist ja immer das Gleiche jeden Morgen. Das Frühstück ändert sich nicht. Und ja, wir genießen das Wetter. Es ist ein bisschen bewölkt und schwül, aber wir sind auf dem Weg nach Muscat und da haben schon eben die Gastgeber gesagt, dass es tatsächlich immer am heißesten war in Muscat. Bin sehr gespannt. Zum Mittagessen sind wir jetzt im Fuego-Restaurant und das ist das Restaurant, was durchgehend offen hat bis 8 Uhr abends von morgens um, ich glaube, oder mittags um 12, ich muss mal nochmal gucken. Also ab 12 Uhr mittags bis 8 Uhr abends habt ihr durchgehend hier was zu essen. Da gibt es Burger, Pommes, Wraps, Nudeln mit Bolognese, viel für Kinder, so Krakenwürstchen und Softeis gibt es hier auch. Bevor wir jetzt aber loslegen, noch eine kleine Geschichte zu unserer schönen AIDA Cosma, beziehungsweise genauer gesagt zum Manövrieren und Ship Handling. Und zwar funktioniert das folgendermaßen. Wir haben das ja schon kurz schon mal angesprochen während der Primetime. Da haben wir, ich glaube, da ist die Frage aufgekommen, okay, wie genau kann man eigentlich so ein Schiff im Hafen bzw. am Liegeplatz positionieren. Da habe ich ja ganz selbstbewusst behauptet, wir schaffen das mit einer Genauigkeit von unter 10 cm. Also dieses Schiff ist 337 Meter lang, also umgerechnet 33.700 cm unter 9 cm Genauigkeit, das ist also weniger als 13.000stel der Schiffslänge. Gut, jetzt kann man sich natürlich fragen, was bringt das überhaupt? Dazu aber gleich später mehr. Dass das aber wirklich kein Geflunker war, das werden wir Ihnen jetzt mal zeigen. Und so ungefähr sieht das aus. Das ist so die typische Ansicht, die man hat beim Anlegemanöver, wenn wir dann auf dem Seitenfahrstand sind, also nicht mehr am zentralen Fahrstand, den wir sonst immer haben, wenn wir auf See sind. Denn da muss ich ja Sicht zur Seite haben. Vom Steuerstand, da sieht das dann ungefähr so aus. Das war jetzt hier gestern Morgen in Doha während dem Anlegemanöver. Wir haben hier noch so eine spezielle Sache, die ganz die Charakteristikum dieser Schiffsklasse ist. Was Sie hier sehen, das ist hier unser wunderschönes Lanaidek. Das ist wirklich toll, hat aber für uns einen ziemlichen Nachteil. Wir sehen die Schiffsseitenwand nicht. Und die müssen wir sehen, damit wir logischerweise wissen, okay, wie weit sind wir jetzt wirklich noch von der Pier entfernt. Aufgrund des Decks und der überhängenden Rettungsboote sind wir sozusagen die letzten, sagen wir mal, 6,5 Meter blind. Und auch Gehörfahren ist beim Schiff genauso wie im Auto immer schlecht. Und deshalb machen wir das folgendermaßen. Wir haben also hier überall Kameras, das kennt man von den großen SUVs ja auch von zu Hause.
die sind unterhalb der Boote platziert, beziehungsweise auch am Heck, und da können wir eben die toten Winkel einsehen, das heißt aus dem Fenster schauen, damit wir die Bewegung des Schiffes erfassen können und auf die Kamerabildschirme eben schauen, damit man die Distanzen nochmal verifizieren kann auf die letzten paar Meter, weil logischerweise geht es nicht nur darum, wie weit sind wir weg, sondern auch, ist das Schiff tatsächlich parallel oder sind wir verkantet? Wir wollen ja gerade anlegen, logischerweise. Und hier sieht man schon die wichtigsten Instrumente. Zum einen hier vorne, das sind die Telegrafen, die sogenannten Pod-Controller. Wir haben so, ein Kombinationsgerät aus Ruder und Telegraph. Zum einen können wir mit dem Hebel die Umdrehung kontrollieren, unserer Propeller, aber wir können unsere gesamten Propeller drehen. Das sind sozusagen Propeller-Gondeln, wenn man so möchte, oder AC-Pods, also das ist so ein Kunstwort aus dem Englischen, aus der Technik, das heißt AC-Mutal-Pod, also sprich eine Gondel, die um 360 Grad, also AC-Mutal, ist quasi einmal unsere Propeller, die können sich bekanntermaßen drehen. Da, wo der Propeller ist, da zieht das Schiff hin. Also wir haben keine Schubpropeller wie beim klassischen Schiff, wir haben Zugpropeller, wie beim Flugzeug, wenn man so möchte. Hier sieht man die Propellerumdrehungen, wie viel Leistung gerade aufgenommen wird. Und da sieht man jetzt eben beim Manöver, wie sich die Propeller quasi gedreht haben, um das Schiff gerade zu halten. Hier sieht man die Geschwindigkeit, noch 6 Knoten Vorausfahrt. Vorne und achtern sozusagen die Quergeschwindigkeit. Das ist beispielsweise, gehe ich vorne mit 0,3 Knoten nach Steuerbord. Achtern mit 1,8 Knoten nach Backbord, ich bin da links, das heißt, das Schiff macht gerade die Rechtsdrehung. Sieht man hier vorne auch, hier hat man eine gerade aktuelle Drehrate von knapp 12 Grad, das ist aber nicht so wichtig. Und wir haben das einfach jetzt mal aufgenommen mit einem Timelapse, also mit einem Zeitraffer. Das ist das Manöver, was wir vor einer Woche. Genau, war das Anlegemanöver in Abu Dhabi, wo wir es jetzt wirklich mal darauf ankommen haben lassen und gesagt, so, ne, damit man uns auch glaubt, werden wir das jetzt einfach mal aufnehmen und das Ganze sieht dann folgendermaßen aus. Dieses Fokussystem hat eine gespeicherte Position, das heißt, wir wissen ganz genau, wo wir hin müssen und diese Position rufen wir wieder auf und die letzten 1000 Meter wird es angezeigt. Und dementsprechend hier verfahren wir jetzt eben beim Manöver. Man sieht die Geschwindigkeit eben unter 2 Knoten bei ca. 200 Meter, so als Faust über den Daumen gepeilt. Jetzt wird man nämlich sukzessive langsamer, die Pods, die bremsen schon, man sieht, die gehen immer so ein bisschen anders aus. Und jetzt natürlich, jetzt wird spannend, die letzten 10 Meter, da sind wir schon auf einem Zehntel Knoten Geschwindigkeit. Das heißt, wenn wir dieses 75.000 oder 80.000 Tonnenschiff hat immer noch sehr viel Energie. Und durch die Hochgenauigkeit können wir nämlich genau einmessen, okay, sind wir jetzt da oder sind wir jetzt genau in Matura. Dann anschließend habe ich mich dann entschlossen, okay, ich will jetzt fahren, wusste aber nicht genau, wie das geht. Habe es dann herausgefunden, habe mich dann für einen Grundausbildungsplatz beworben. Das ist also, um das Studium beginnen zu können, muss man sozusagen erstmal einen Ausbildungsweg im maritimen Bereich beschreiben. Bei mir war das damals der sogenannte NOA, der nautische Offiziersassistent hieß das. 6 Monate Grundausbildung, dann Studium, dann eben weiter fortführen die Ausbildung mit dem Praktika. Studienabschluss dann 2001, das war mein erstes Studium. Dann habe ich neben dem ich hauptberuflich in der Frachterei unterwegs war, also sprich dritter Offizier, zweiter, erster Offizier, habe ich eben hier noch zwei Studien gemacht, hat dann 2008 das auch noch abgeschlossen, in Reedereilogistik und Transportmanagement, wurde dann 2008 zum Kapitän ernannt, auf Frachtern noch. Ja, und 2010 habe ich dann Headhunter zur AIDA geholt. Ja, so war das. Kurz zusammengefasst. Gut, denke die Dame ist oben. Ja, wir machen weiter mit der nächsten Frage von Jürgen. Moin, Kapitän. Eine Frage: Wie viele Menschen braucht man, um dieses Schiff sicher zu manövrieren? Also jetzt an Personal, Kapitän bis hin zum Windschuhmann. Also, da gibt es die sogenannte, das ist ganz einfach: Wir brauchen 136 Mann. Das ist das sogenannte Minimum Safe Manning. Also, das ist ein Zertifikat, das ausgestellt wird. Auf Deck 6 findet ihr dann auch die Shops, Juweliere, Accessoires, Sonnenbrillen könnt ihr hier kaufen. Aber auch Kleidung, Taschen. Ich mache hier mal einen kurzen Schwenker durch.
Schmuck. Weitere Taschen. Und hier findet ihr dann auch noch den Juwelier. Die nautische Stunde mit dem Kapitän war wirklich sehr, sehr interessant. Hat sehr viel Spaß gemacht, ihm zuzuhören. Er ist sehr sympathisch und ein witziger Kerl. Und ja, hat mir echt gut gefallen. Jetzt geht's zurück an den Pool. Und dann wollte ich gucken, mal Fit for Drums, wollte ich mir nur ein bisschen mal angucken, wie das so aussieht. Mitmachen werde ich heute leider nicht. Bevor es jetzt ab unter die Dusche geht, bin ich nochmal eine Runde mit der Rutsche gefahren. Nicht mit dem Racer, das sind ja zwei, da kann man ein Wettrennen fahren, sondern mit der anderen, mit der langsameren Rutsche, wo man auch einen schönen Blick aufs Meer hat. Hat echt viel Spaß gemacht, das Wasser ist auch angenehm warm. Und morgen teste ich dann noch die andere, die Racer-Rutsche. Heute Abend sind wir im Bella Donna Restaurant, zeige ich euch auch gleich einen Ausschnitt von. Es ist ja italienisch angehaucht, aber hier mal so ein Überblick, was es heute so an Entertainment gab während des Seetags. Es gab Küchenführungen, Fotoshooting, Tanzkurs heute Morgen, Poolradio, Backstage-Tour, Volleyball, Sushi-Workshop. Dann gab es die nautische Stunde mit dem Kapitän, da war ich ja da, war sehr interessant, Brauseminar, Virtual Reality Abenteuer, das gibt es jeden Tag, das wollte ich auch mal die Tage noch testen, Shuffleboard natürlich, auch wieder ein Tanzkurs, Fit for Drums, da habe ich auch mal kurz reingeschaut, heute Abend gibt es dann auch eine Show, Steampunk Circus, das gucken wir uns auch um 21 Uhr an, läuft zweimal um 19 Uhr und 21 Uhr und dann gibt es natürlich abends wieder verschiedene Clubs, verschiedene Musikrichtungen, Alpenglühen mit ihren Gastgebern im Brauhaus oder Crime and Wine mit ihren Gastgebern, Best Love Songs mit den Pianisten und. Also hier wird einem auf gar keinen Fall langweilig. Einmal ein Schwenker durchs Bella Donna Restaurant, hier gibt es Pizza, natürlich auch wieder Käse, wie überall auch. Da es wieder ein Buffet ist, gibt es hier verschiedene Gerichte, aktuell Hähnchen und Zitronensoße, Hirschrollbraten, Ofenreis mit Basilikumpesto. Die
gegrillte Zucchini, die fand ich zum Beispiel sehr, sehr lecker. Hier gibt es zum Beispiel noch Lammragout, Spaghetti Bolognese, gebackene Gnocchi und Pastaauflauf mit Spinat. Und hier haben wir dann auch nochmal, Thunfisch ist einmal hier und Schweinerücken mit frisch tranchiert mit Jus. Jus ist im italienischen Thema, sind auch natürlich die Desserts italienisch, Rosmarin Panna Cotta, Pfirsich und Joghurt geschichtet. Creme Sicilia und Tiramisu. Nach dem Abendessen wollen wir uns halt jetzt die Show angucken, aber aktuell läuft noch die Primetime und aktuell wird das Spiel gespielt. Man soll einen Gegenstand suchen im Publikum oder auf dem Schiff und ja, aktuell war es Toilettenpapier. Ist ganz, ganz witzig, wie auf Hochzeiten oder sowas. Mal gucken, was der nächste Begriff ist. Also als nächstes ein linker Schuh in Größe 42. Also es ist tatsächlich so ähnlich wie im Disneyland Paris. Wenn man hier nicht früh genug bei den Shows ist, dann bekommt man auch keinen Platz mehr. Die Primetime lief ja und nach der Primetime sind dann ein paar aufgestanden, aber alle sichern ihre Plätze wie ein Wolf sein Fleisch hütet. Also da hat irgendwie jemand eine ganze Reihe freigehalten und dann kam der Mann und fragte, halten jetzt hier ernsthaft die ganze Reihe frei? Und dann war er kurz hier fast Krieg angesagt. Ja, aber wir haben Plätzchen gefunden, aber wie gesagt, wenn ihr die Shows gucken wollt, seid früh dran. Das war die Show Steampunk Circus und heute war tatsächlich die Premiere der Show. Also das erste Mal ist sie heute auf AIDA Cosmo aufgetreten, läuft aber glaube ich auch auf AIDA Nova. Sollte vor ein paar Tagen schon aufgeführt werden, aber da waren die Sänger krank. Heute war es dann soweit. Hat mir echt gut gefallen. Ich bin eben Zirkus-Fan und die ganze Artistik und so gefällt mir echt gut. Die Musik war schön und ja.
Heute passiert da nichts mehr. Das war unser Seetag hier auf AIDA Cosma. Wir gehen jetzt zurück auf die Kabine. Morgen sind wir in Muscat im Oman. Dort werden wir uns ein Taxi wahrscheinlich nehmen und durch die Gegend fahren. Wir haben keinen Ausflug oder sonst was gebucht, wollen uns die Moschee angucken. Und ja, Seetage sind ja sehr entspannt, habt ihr ja heute gesehen, nicht viel passiert. Aber ich hoffe, ihr habt trotzdem einen guten Eindruck von einem Seetag bekommen, wie es laufen kann. Es ist ja immer unterschiedlich. Seetage verbringt jeder anders. Ich steige jetzt, ich glaube, kurz die Treppe runter. Also genau, was ich noch sagen wollte, jeder verbringt natürlich seine Seetage anders. Die ganzen anderen, manche chillen nur am Pool, manche machen nur Sport oder machen Mix oder schauen sich verschiedene Shows an. Ich bin natürlich in die falsche Richtung gelaufen. Es gibt gerade und ungerade, andere Richtung. Da. Und muss halt jeder für sich selbst entscheiden, wie man seine Seetage verbringt. Ich bin eigentlich jemand, der eigentlich fast nur am Pool chillt. Ja, das war mein Video zum Seetag hier auf AIDA Cosma. Wie gesagt, morgen in Muscat. Ich hoffe, ihr begleitet mich dann wieder und ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.